Hallo und herzlich willkommen beim Gartenkanal. Das heutige Video ist ein kleiner Gartenrundgang. Und auch wenn sich im März nicht so viel tut im Garten, wurde hin bei den Brombeeren ordentlich gearbeitet bzw. gebuddelt. Es sind überall so kleine Löcher. Und ich weiß auch, wer dieser jemand war, der die Löcher gebuddelt hat. Es sind nämlich Kaninchen. In der Umgebung habe ich einen Haufen Kaninchenkot gefunden. Und es gibt ja auch einen kleinen Wildwechsel, den ich euch gleich zeige. Aber vorher ist hier noch der Baumschnitt vom Sauerkirschenbäumchen. Da liegt es auch schon seit einer Woche herum. Muss ich noch wegräumen. Und ja, zurück zu den Kaninchen. Wie gesagt, hinten gibt es einen Wildwechsel. Und wenn man im Sommer unauffällig sich verhält und ruhig, kann man die hier wirklich rumhoppeln sehen. Moment, noch ein kleines Stückchen heran, dass ihr ihn besser sehen könnt. So, das ist der Wildwechsel. Und er führt zu dem verlassenen Grundstück hier hinten. Und da hausen die eben. Und jetzt aus irgendeinem Grund, in den letzten 2 Wochen, haben die bei den Brombeeren angefangen zu buddeln. Und auch hier bei den Himbeeren. Ich weiß es nicht, wieso sie diese Löcher reinmachen. Also ich habe geschaut, die Wurzeln der Pflanzen haben sie nicht verletzt oder auch nicht aufgefressen. Ich habe gedacht, das könnte vielleicht der Grund sein. Wenn einer irgendeine Idee hat, schreibt es doch in die Kommentare. Es interessiert mich nämlich wirklich, was die da machen. Und ansonsten beim Häuschen hat sich nicht viel getan. Das Einzige, was im Garten bisher blüht, sind bisher natürlich die Schneeglöckchen. Sehr schön anzuschauen. Vom Johannisbeerbäumchen, weiße Versailler, gibt es noch nichts Neues. Habe ich letztes Jahr im Spätjahr gepflanzt. Aber was mich sehr freut, die gelben Stachelbeeren, auch letztes Jahr gepflanzt, die treiben aus. Zwar haben die nämlich schon im Januar ausgetrieben und dann kam dann nochmal Frost und dann sind die wirklich alle abgestorben. Aber es hat es überlebt und überstanden und wächst jetzt. Und hier ist ein ganz altes Stachelbeerbäumchen, letztes Jahr ist der Ast hier abgefault. Mal schauen, ob es dieses Jahr nochmal trägt. Ja, als dicken Bohnenvideo kam ja zuletzt. Da hat sich auch nicht viel getan. Die sind drin, haben sich akklimatisiert. Ich hatte ja nur 2 Tage draußen, bevor sie rausgesetzt worden sind. Und ja, der Fohlentun schützt die noch ein bisschen. Was mich sehr freut, ihr seht mal so ein ganz kleines bisschen. Hier auch. Im Moment, ich suche mal eine bessere Stelle, wo man es vielleicht näher sehen kann. Hier nicht. Genau hier. Der Sommerrettich greift auch aus. Und vom Spinat im Frühbeet gibt es noch nichts Neues. Hier hinten stand überall der Feldsalat über den Winter. Ist größtenteils abgeerntet. Es sind noch so 2 Reihen übrig. Und ja, man sieht es, der wird natürlich viel zu dicht gesät. Feldsalat der Sorte Witt. Ja, muss ich mal überlegen. Es muss auch noch irgendwie verwertet werden oder geerntet werden. Gibt es auf jeden Fall nochmal schön Feldsalat davon. Ich reiß nochmal eins raus. Moment. Will nicht. Jetzt. So. Ja, Feldsalat der Sorte Witt, schmeckt sehr gut, wächst gut, kann ich nur weiterempfehlen. Und hier hinterm Buchs steht das Hochbeet. Dazu kommt nochmal ein extra Video zur Bepflanzung, aber ich kann euch schon mal ein kleines Update geben. Was ist es? Also es liegt eigentlich auf der Hand, man kann ja momentan nicht viel aussehen. Es sind Radieschen. Radieschen der Sorte Riesenbutter, kommen alle raus jetzt, alle 3 Reihen oder 4 sind es sogar. Mal schauen. Ich habe da so ein Vlies drüber, werde ich auch gleich näher zeigen, ob ich das nochmal drüber lege oder weglasse. Und hier, da sind Karotten gesät, die brauchen natürlich noch ein bisschen. Und zu dem Vlies, ganz praktisch, die gibt es jetzt immer noch in jedem Discounter. Also hat die Radieschenernte hier jetzt auf jeden Fall verfrüht, beziehungsweise erstmal die Keimung und ist mit so Haken hier befestigt. Und das war es eigentlich schon von dem kleinen Gartenrundgang, sonst gibt es wirklich nicht viel zu zeigen. Wenn das Video euch gefallen hat, dann schaut doch mal öfters rein und lasst einen Daumen nach oben da.